Hallo liebe Schüler, ich sitze hier im Hamburger Weg Klassenzimmer. Das dürfte euch ja bereits bestens bekannt sein. Leider sitze ich hier alleine. Ich denke, ihr wisst auch warum. Und damit euch zu Hause eben alleine nicht das Klassenzimmer oder die Decke auf den Kopf fällt, werden wir euch nun ein paar Aufgaben online auch zur Verfügung stellen. Ich denke, wir sprechen dort jede Altersgruppe an. Also klickt einfach rein und habt viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus dem Volksparkstadion vom Hamburger Weg Klassenzimmer. Mein Name ist Robin und wir wollen euch heute ein paar Vokabeln mit auf den Weg geben. Es soll nämlich heute darum gehen, dass wir eine kleine digitale Stadionführung machen, weil wir jetzt ja leider nicht hier sein können. Und dazu habe ich einen Gast heute hier, und zwar Robert. Robert, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du überhaupt bist. Ja, moin, ich bin Robert. Ich komme aus Reading in der Nähe von London in England. Und ich bin Volontär im Bereich internationale Medien bei HSV. Also das bedeutet, ich mache die Social Media Seiten, also Facebook, Twitter auf Englisch und die englische Webseite und helfe alles, was Englisch angeht bei HSV. Cool, danke dir, Robert. Und wir wollen gleich an verschiedenen Orten unseres Stadions einmal gucken, was da eigentlich so am Spieltag passiert, und wollen das Ganze auch so ein bisschen nochmal vergleichen mit der Situation in den Stadien in England. Da haben wir mit Robert einen Experten. Robert war schon ganz, ganz oft in seiner Heimat in diversen Fußballstadien. Und genau, da wir heute nicht hier sein können und ihr vor allem auch nicht hier sein könnt, wir das nicht gemeinsam machen können, bringen wir quasi das Volksparkstadion, soweit es geht, zu euch nach Hause. Und wollen mal schauen, was wir euch da so mitbringen können. Und wir wollen starten an der ersten Station, nämlich am Einlass. Dort, wo alles beginnt, wenn man zu uns ins Stadion kommt. Zumindest normalerweise am Spieltag. Und deshalb starten wir mit der Eintrittskarte. So, now we've arrived at the entrance to the stadium and the entry gate. Genau, wir sind jetzt am Nordosteingang unseres Volksparkstadions. Und wie ihr seht, ist es ein besonderer Eingang, denn hier sind viele verschiedene Dinge rund um den HSV. Da oben seht ihr im Hintergrund eine Statue, die ist von Hermann Rieger. Hermann Rieger war über 25 Jahre lang Masseur des HSV und nicht nur beim HSV, sondern auch darüber hinaus ein sehr beliebter, ein sehr herzlicher Mensch. Deshalb haben wir dieses Denkmal für ihn da vorne gebaut. Darüber hinaus seht ihr hinter dem Denkmal einen Eingang. Das ist kein normaler Stadioneingang, sondern dahinter verbirgt sich unser Fanshop. Da kann man also viele HSV-Artikel kaufen mit der Raute drauf. Und über dem Fanshop befindet sich das Restaurant Die Raute. In der Raute, da kommen wir später noch zu, da gibt es ganz viel leckeres Essen rund ums Stadion. Genau, aber bevor man da reinkommen kann, muss man natürlich erstmal durch diese Tür hier kommen oder durch dieses Eingangstor kommen. Normalerweise unter der Woche, also wenn kein Spiel stattfindet, sind die Tore geöffnet. Und ihr seht hier vorne so ein paar Drehkreuze. Durch diese Drehkreuze muss man am Spieltag gehen. Dafür muss man erstmal seine Eintrittskarte haben. Die Eintrittskarte, die kann man vorher im Internet kaufen, auf den HSV-Seiten oder zum Beispiel auch in den Fanshops. Oder wenn man viel Glück hat und das Stadion noch nicht ausverkauft ist, dann bekommt man sie auch hier vorne an der Tageskasse am Spieltag. Auf jeder Eintrittskarte ist der Block ausgewiesen und auch ein entsprechender Sitzplatz aufgezeichnet, sodass jeder ungefähr weiß, wo er im Stadion sitzt oder steht. Dann muss man diese Eintrittskarte hier vorne bei den Drehkreuzen einmal unterhalten und die Lampe leuchtet im Optimalfall grün. Wenn sie rot leuchtet, stimmt irgendwas mit dem Ticket nicht. Und wenn sie orange leuchtet, dann zeigt euch das an, dass es eine ermäßigte Karte ist. Wir haben hier also auch Eintrittskarten für Kinder und Jugendliche, die ermäßigt sind. Genau, bevor man sein Ticket hier vorne vorhalten darf am Spieltag, muss man natürlich auch erstmal durch die Sicherheitskontrolle. Sicherheit. Safety auf Englisch oder Security. Genau, ist ein ganz wichtiges Gut beim Fußballspiel, denn wir sind hier fast 60.000 Leute bei jedem Heimspieltag. Deshalb muss natürlich die Sicherheit, also die Safety, garantiert sein. Deshalb gibt es da vorne eine Kontrolle, also verschiedene Ordner. Stewards. Genau, die kontrollieren dann uns als Fans. Kontrollieren. To check. Auf Englisch, genau. Und die kontrollieren dann uns als Fans da vorne zunächst in der Sicherheitskontrolle. Und zum Beispiel, dass man keine gefährlichen Gegenstände dabei hat. Glasflaschen sind zum Beispiel verboten, damit sich keiner verletzt. So, und wenn man die Sicherheitskontrolle am Spieltag passiert hat und auch sein Ticket gültig mit einem gültigen Ticket ins Stadion gekommen ist, dann darf man ins Stadion reingehen. Und da wollen wir uns jetzt gleich nochmal ein paar andere Orte anschauen.
Ja, Robert, wie ist es denn eigentlich? Ich war auch schon mal in Großbritannien mit dem Fußballstadion, aber wie läuft es da denn eigentlich am Einlass und so ab? Also eigentlich gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem deutschen und englischen Stadionbesuch. Also die Stadien öffnen auch so 2 Stunden vor dem Anpfiff, vor dem Kickoff. Der einzige große Unterschied, den ich dann sehen würde, ist, dass viele Stadien in England mitten im Wohngebiet gebaut wurden. Also da kommen viele Fans zu Fuß zum Stadion, weil die auch unmittelbar in der Nähe vom Stadion wohnen. Okay. Also etwas anders als hier, weil unser Stadion ist jetzt ja nun nicht direkt im Wohngebiet gebaut, wie man sehen kann. Okay. Ja, das ist so, dass immer mehr Stadien in England mit viel Platz gebaut würden. Und da viele moderne Stadien wie in Deutschland, aber die älteren Stadien in England sind auch viel traditioneller und sehr eng aneinander und die Tribünen auch sehr dicht aneinander. Ja. Okay, ja, cool. Dann schauen wir doch nochmal rein und gucken uns die Tribünen ein bisschen genauer an. Ja. The next stop on our tour is the North Stand, where the hardcore of the HSV fans stand. Genau, in unserem Hintergrund befindet sich die Nordtribüne. Die Nordtribüne ist dieser gesamte Bereich, sowohl da oben als auch hier unten. Aber besonders ist hier in diesem Bereich, ihr seht nämlich hinter uns sind keine Sitzplätze, sondern Stehplätze vorhanden. Normalerweise sind hier fast 10.000 Leute alleine in diesem grauen Stehplatzbereich aufgestellt. Also fast 10.000 Fans alleine in diesem Bereich. Genau, und wir haben in unserem Video verschiedene Wörter eingebaut, die sich quasi in Deutsch und Englisch doppeln. Das heißt also, wir haben das Wort Fans zum Beispiel, was man sowohl auf Deutsch sagen kann, als auch auf Englisch. Wie klingt es auf Englisch? Fans. Fans, genau. Also HSV-Fan. Genau, also ihr hört den Unterschied, der ist relativ gering. Ansonsten seht ihr im Hintergrund auf der Tribüne hier so ein paar große Wellenbrecher. Die sind einfach dazu da, dass die große Anzahl an Fans, die hier auf der Tribüne ist, ordentlich stehen kann und dass kein Geschiebe entsteht. Und darüber hinaus seht ihr da unten noch so ein paar große Podeste. Auf diesen Podesten sind von unseren großen Fanclubs, von den Ultragruppen Leute, die stehen dort mit dem Megafon und stimmen die Fangesänge an, stimmen die Lieder an. Das ist auch der Bereich, wo besonders viele Fahnen geschwenkt werden in unseren blau-weiß-schwarzen Vereinsfarben. Und das ist also der Bereich, wo die meiste Stimmung bei uns im Stadion entsteht. Stimmung, Atmosphäre. Jetzt haben wir uns hinter uns diesen riesengroßen Stehplatzbereich so ein bisschen genauer angeschaut. Und ich glaube, da gibt es relativ große Unterschiede zwischen deutschen und englischen Stadien, oder? Ja, also das ist der größte Unterschied zwischen deutschen und englischen Stadien, würde ich sagen. Und auch, warum viele Fußballtouristen nach Deutschland kommen, um dieses Stehplatzerlebnis zu erleben. In England haben die Stadien nur Sitzplätze oder Seats. Und wie ich vorher erwähnt habe, sind auch viele von den Stadien mitten im Wohngebiet gebaut. Und das bedeutet, dass die Tribünen auch sehr dicht aneinander sind. Und das bedeutet, dass die Zuschauer näher an den Spielern oder Player sind und dass die Stimmung dann auch viel lauter und intensiver werden kann, weil die Zuschauer näher am Spielfeld sind. Wir haben bei uns im Stadion ganz, ganz viele verschiedene Graffitis und ein besonderes Graffiti, was wirklich jeder Stadionbesucher sehen kann, ist dort oben. Love Hamburg, hate racism. Genau, liebe Hamburg, hasse Rassismus. Eine Botschaft, die wir vom HSV unbedingt an alle senden wollen. Nicht nur die hier bei uns im Stadion sind, sondern auch darüber hinaus. Wollen wir damit klar sagen, dass jeder und jede hier bei uns beim HSV und auch allgemein willkommen ist und dass keiner ausgegrenzt werden soll. Und damit es auch alle verstehen können, haben wir das da oben auf Englisch rangebracht. Das Graffiti stammt aus unserer aktiven Fanszene, ist also eine Idee von den Fans, die das hier gerne im Stadion anbringen wollten und die es auch angesprayt haben. Und wir wollen uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, was es noch für weitere Bereiche bei uns im Stadion gibt. So now we've arrived at the Raute Restaurant, where during the halftime break you'll be able to buy some food and drink. Genau, normalerweise kann man hier am Spieltag ganz normales Stadionessen bekommen. Heute ist hier nicht viel los, am Spieltag ist es hier pickepacke voll. Und als HSV-Fan oder Stadionbesucher allgemein kann man sich hier vor dem Spiel, während des Spiels, in der Halbzeit, nach dem Spiel durchgehend mit Essen und Trinken, mit Food and Drinks versorgen. Und man kann hier also nicht nur eine klassische Currywurst wird hier serviert. Currywurst is served here. Oder man kann auch ganz normal einfach gesunde Gerichte hier bestellen. To order.
Genau, viele von unseren Mitarbeitern kommen auch regelmäßig zum Mittagessen hierher und legen hier ihre Mittagspause ein. Mittagspause, Lunch Break. Und auch wir drüben im Hamburger Weg Klassenzimmer bekommen regelmäßig unser Mittagessen für euch Schülerinnen und Schüler, hier aus dem Restaurant nach drüben gebracht. Jetzt haben wir ja viel über unser Essen hier gesprochen. Du kennst dich super gut in England aus. Wie sieht es denn eigentlich da im Stadion aus, was Essen betrifft? Also wie in Deutschland ist die Verpflegung auch sehr wichtig im englischen Stadion und beim englischen Stadionbesuch. Eine von den besten Feinkosten ist der sogenannte Pie. Das ist wie eine runde Teigtasche mit Fleisch oder Gemüse oder beides gefüllt. Und das ist eine von meinen Lieblingsessen, wenn ich zu Hause bin. Ah ja. Vermisst du die hier bei uns im Stadion? Vermisse ich manchmal, aber der Currywurst in Deutschland schmeckt mir auch ganz gut. Okay, cool. Gut, dann wollen wir jetzt gleich nochmal weiterschauen. Und zwar gehen wir jetzt gleich nochmal weiter raus in den Pressekonferenzraum und wollen mal nachschauen, was da eigentlich so los ist. The final stop of our tour is the press conference room, where the assembled journalists ask Dieter Hecking questions. Genau, wir sind also im Pressekonferenzraum. Ein langes, schwieriges Wort für euch vielleicht, aber eigentlich ist es ganz einfach, was sich dahinter verbirgt. Wir haben einen bunten Hintergrund, wie ihr seht, und wir haben hier vorne ein Podium. Auf diesem Podium sitzen normalerweise, wie Robert schon gesagt hat, unser Cheftrainer Dieter Hecking und unser Pressesprecher. Auf der anderen Seite, den beiden gegenüber, sitzen Journalisten, also Leute von Fernsehen, vom Radio und von den Zeitungen. Newspapers. Genau. Und jetzt geht es darum, dass hier quasi ein Austausch von Informationen stattfindet. Information? Genau. Ihr seht, wieder ein Wort, was in deutscher und englischer Sprache gleich geschrieben wird, aber etwas anders ausgesprochen wird. Genau. Und diese Informationen werden hier ausgetauscht zwischen den Journalisten und unserem Trainer. Und bei diesen Informationen geht es natürlich in erster Linie für die Journalisten darum, irgendwie Nachrichten zu produzieren, also Nachrichten zu veröffentlichen. To publish news. Genau, es geht also um News in diesem Raum und das können zum Beispiel Informationen sein über unsere Spieler, wie es zum Beispiel, wenn ein Spieler ansteht am Wochenende, wie sieht es zum Beispiel aus, sind die Spieler fit, ist vielleicht ein Spieler angeschlagen und ist es noch nicht ganz sicher, ob derjenige spielen kann, dann gibt unser Trainer hier Auskunft über diese Situation. The journalists give their questions to Dieter Hecking, who then tries his best to answer. Genau, es geht hier also um ein Hin- und Herspiel von Fragen und Antworten. Ja, und die Pressekonferenzen, die finden immer 2 Tage vor einem Spiel hier statt. Da sitzt dann unser Pressesprecher und unser Cheftrainer hier. Und wenn wir ein Heimspiel haben hier bei uns im Volkspark, dann findet hier auch eine Pressekonferenz direkt nach dem Spiel statt. Eine halbe Stunde nach Abpfiff ist dann nicht nur unser Pressesprecher und unser Cheftrainer Dieter Hecking hier, sondern natürlich auch der Trainer der gegnerischen Mannschaft. Und diese beiden Trainer, die beginnen die Pressekonferenz nach Abpfiff zunächst mit einer Aussage, mit einem Kommentar zum Spiel. Aussage, Statement. Und ich glaube, die Situation ist relativ ähnlich in England, oder? Wie sieht es bei euch aus mit den Pressekonferenzen? Ja, also das ist sehr ähnlich in England. Also es gibt auch eine Pressekonferenz 2 oder 1 Tag vor dem Spiel und auch eine halbe Stunde nach Abpfiff. Die Medien hat auch eine große Bedeutung in England wie in Deutschland, weil Fußball einfach die beliebteste Sportart in Großbritannien ist. Okay, vielen Dank, Robert, für die Information. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück ins Klassenzimmer und haben noch eine kleine Aufgabe für euch. So, wir sind wieder zurück im Hamburger Weg Klassenzimmer und wir hoffen, dass euch unsere gemeinsame Stadiontour gefallen hat, dass wir euch ein paar Einblicke nach Hause bringen konnten und vielleicht noch die ein oder andere englische Vokabel mit auf den Weg geben konnten. Und wir haben für euch natürlich auch noch eine kleine Aufgabe und zwar habt ihr jetzt ja eine ganz interessante Vokabelliste von uns mitbekommen. Und diese solltet ihr jetzt einarbeiten in einen Post, den ihr entwerfen könnt. Das heißt also einen Beitrag in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel in Textform oder in Videoform, mit dem Bezug zum HSV. Ihr könnt sicherlich auch die ein oder andere Vokabel damit einbauen. Und das Ganze soll natürlich irgendwie in englischer Sprache dargestellt werden. Und diesen Post könnt ihr einschicken und als Belohnung haben wir für euch dieses kleine T-Shirt, das ihr dabei gewinnen könnt. Und ganz zum Abschluss nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Robert. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mich mit dir ein bisschen auszutauschen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier gemeinsam im Stadion live vor Ort. Goodbye.